Hallo, ihr Wundervollen, schön, dass ihr da seid. Wieder zu einer Wochenbotschaft. Wir schauen wieder gemeinsam in die Karten und gucken mal, was die kommende Woche so mit sich bringt. Ja, es ist ja auch die Woche sozusagen vom Neumond. Ich werde auch noch ein Neumond-Orakel für euch abdrehen. Und es ist quasi ja die Woche vom Neumond. Das heißt, wir haben so eine ganz reine Energie, die dann wieder ansteigt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Tarotkarten uns sagen. Wir machen es wie immer, dass wir jetzt erstmal gucken, was denn so die allgemeine Energie für die ganze Woche ist. Ja, dass wir so einen Überblick haben. Also einmal bitte eine Karte für die allgemeine Energie hier fürs Kollektiv. Und das ist sie, da war der Stopp. Und ich ziehe auch gleich noch zwei Orakelkarten, sodass wir uns auch da die allgemeine Energie anschauen können. So, genau, perfekt. Dann schauen wir einmal ins Mondorakel rein, was wir hier für eine allgemeine Energie haben, für einen allgemeinen Tipp vielleicht, eine Botschaft. Und dann schauen wir noch ins schamanische Traumorakel rein. So, genau, das ist es. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was uns hier so erwartet. Seid ihr auch gespannt? Ich bin wirklich so richtig, ja, ich bin so ganz offen. Ich fühle auch, die Energien bereinigen sich schon jetzt. Ja, wir haben jetzt quasi einen Tag vor Neumond und ich fühle, die Energien bereinigen sich schon jetzt. Und ganz spannend, gerade hat sich auch die Natur bereinigt hier. Das hat geregnet ohne Ende, gerade hier in Thailand, hier auf Koh Chang. Es hat wirklich geschüttet. Also auch die Natur reinigt sich. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Und wir haben die Welt. Wir haben die Welt und das ist auch die Karte der Bereinigung, könnte man sagen. Denn das ist die Karte von Abschluss und Neubeginn. Ja? Also wir sind hier total in dieser Energie. Guck dir mal auch dieses Symbol hier an. Es ist absolut die Energie, dass Dinge sich vollenden und neue Dinge beginnen. Wir reinen Tisch machen, wir in einen neuen Abschnitt reingehen, sei es in der Liebe mit jemandem, sei es, dass wir aus einer Beziehung rausgehen und in einen neuen Abschnitt reingehen. Also es ist total diese Energie eben da hier mit der Karte der Welt. Mit der Karte der Welt habe ich aber auch die Energie von, man geht in die Welt hinaus. Ja, es ist auch so die Energie von, es beginnt der Zyklus, sich wieder mehr der Welt zu öffnen, unterwegs zu sein, eine Reise anzutreten, eine Reise zu planen oder auch mit seinem Business nach außen zu gehen. Auch das habe ich hier mit der Karte der Welt, weil du dich jetzt ready fühlst. Also das ist so eine Karte, die anzeigt, ja Mann, du bist jetzt ready. Du bist jetzt ready. So, dann schauen wir rein, was sagt denn das Mondorakel? Vollmond im Steinbock, prüfe die Wirklichkeit. Okay, also hier geht es ganz viel um das Thema, vielleicht hast du dir zu viele Gedanken zu einem Thema gemacht. Vielleicht bist du ein bisschen Illusionen erlegen in der letzten Zeit, ja. Viel in Träumereien geraten oder dir schlimme Dinge ausgemalt, ja. Und warst eher in den Illusionen unterwegs, in Ängsten oder Hoffnungen, statt in der Wirklichkeit anzukommen. Diese Karte fordert dich dazu auf, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen und mal die Realität zu überprüfen. Wo hast du dir vielleicht zu viel Hoffnungen gemacht oder wo zu viel Ängste? Und wie sieht das Hier und Jetzt wirklich aus? Dazu fordert dich diese Karte heraus. Ja? Und das ist auch eine schöne Karte, denn wenn wir die Realität einmal so gegenchecken, ganz im Hier und Jetzt ankommen, was ist denn gerade wirklich hier? Dann können wir auch in was Neues reinstarten. Und dann haben wir hier noch die Karte, oh, wow, Herzensheim, Mitgefühl haben wir hier. Hier geht es ganz viel um das Thema ins Herz rutschen. Und diese Karte sagt auch, egal was vorgefallen ist mit jemandem in der Vergangenheit, komm ganz in das Mitgefühl, geh ganz in die Liebesenergie hinein und lass die Liebe alles durchfluten. Denn auf einer höheren Ebene, sagt diese Karte, ist ja gar nichts geschehen. Es waren einfach nur Erfahrungen, die deine Seele gemacht hat. Und erst deine Bewertungen, deine Meinung über die Dinge, macht die Dinge zu etwas Gutem oder etwas Schlechtem, etwas Schlimmem oder etwas nicht so Schlimmem und so weiter.
Und diese Karte sagt, lass das mal zur Seite, geh nur ins Herz, ins Mitgefühl für dich, für andere, für alles, was passiert ist, weil ihr wart einfach für gewisse Erfahrungen verabredet. Und in dem Moment, wo wir das tun, gewinnen wir auch einen gesunden Abstand, denn hier haben wir auch die 27, das ist auch die 9, das bedeutet, dass der Eremit, der ein bisschen einen Abstand gewinnt, die Dinge von oben betrachtet und dadurch auch im Frieden ist mit allem. Und das zeigt mir einfach dann auch so, so sehr, diese beiden Karten, einmal dieses, wo stehe ich eigentlich gerade wirklich in der Realität und was gibt es denn hier noch an Groll und an Dingen, die ich als schlimm bewerte, die aber nur Erfahrungen waren. Und wie kann ich das jetzt alles so sehr ins Mitgefühl eintauchen lassen, dass ich es so sehr auch loslassen kann, beziehungsweise so einen Abstand dazu gewinnen, dass sich die Dinge neu formieren können und mit der Welt dann auch ein neuer Abschnitt beginnt und ich wieder voll ins Leben rausgehe. Also das sind so die Energien, die wir hier ganz stark haben. Du kannst selber mit dir einchecken, was das für Dinge sind, die du einfach mit Mitgefühl überhäufen willst, mit Liebe überhäufen willst, sodass sich für dich auch ein neues Portal öffnet. Und jetzt schauen wir mal ganz konkret in die Tage rein, ja, ihr Lieben. Jetzt schauen wir mal ganz konkret, guck mal, und auf der Rückseite übrigens haben wir hier noch die 10 der Stäbe, die mir einfach zeigen, da ist ganz schön viel Ladung gerade, da ist ganz schön viel Schwere hinsichtlich einer oder mehrerer Situationen, die jetzt einfach einer Überprüfung mal unterzogen werden dürfen, weil vielleicht machst du es dir schwerer, als es eigentlich ist und die vor allem auch in die Liebe eingetaucht werden dürfen. Sehr, sehr schön. Und jetzt schauen wir mal rein. Was haben wir an den einzelnen Tagen? Klare Botschaften bitte einmal für den Montag. Und ganz wichtig, wenn du hier neu bist, der Montag kann tatsächlich der Montag für dich sein. Da wir aber hier eine kollektive Legung haben, das heißt, wir legen ja hier für mehrere Menschen, die alle hier in der Community sind, kann es auch sein, dass der Montag für dich am Mittwoch stattfindet und einfach nur ein Teil der Woche ist, energetisch gesehen. Ja? Also sei hier ein bisschen flexibel. Tatsächlich kann es aber auch der Montag sein. So, was haben wir am Montag hier für eine Energie? Am Montag haben wir die Energie der 7 der Stäbe. Das heißt, es könnte hier darum gehen, dass du am Montag standhaft bleibst. Dass du wirklich bei dir bleibst. Dich nicht von Dingen verführen lässt, die vom Außen kommen. Ja, das kann sein, dass du sagst, ich muss jetzt aber eine gewisse Sache, die mir wichtig ist, fertig bringen. Und dann kommt jemand von außen und sagt, komm, lass doch, ja, komm doch mit uns mit, geh mal doch feiern oder so. Und dass du da bei dir bleibst, bei dem, was du wirklich willst. Es kann aber auch sein, dass Menschen dich im Außen angreifen für deine Ideen und Visionen, die du vorhast. Und auch hier gilt es, ganz bei dir zu bleiben. Also ganz wichtig einfach, am Montag vor allem einzuchecken, was will ich, was ist mir wichtig und wie kann ich hier auch mich nicht von meinem Weg abbringen lassen. Auf der Rückseite haben wir die Königin der Schwerter, die genau diese Frau ist, die sehr klar ist mit dem, was sie will, mit dem, wo ihr Weg hingeht und die sich auch von Widrigkeiten im Außen oder Stolpersteinen nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Und genau darum geht es hier am Montag. Jetzt schauen wir mal mit den Lennys tiefer rein, was wir hier genau für eine Thematik haben. Einmal mit den Lennys bitte. Die klare Botschaft, um was es hier genau geht. Okay, hier haben wir die Sense und damit so ein Stück weit auch die Erntezeit. Das heißt, es kann sein, dass das Ergebnis einer gewissen Sache am Montag nicht ganz so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und es ist einfach wichtig, ist, dich hier nicht von deinem Weg abbringen zu lassen, ja? Dass du da ganz bei dir bleibst. Was ich hier auch habe mit der Sense, ist so, dass es sehr plötzlich zu Veränderungen kommt oder so eine gewisse hektische Atmosphäre am Montag in der Luft liegt, Menschen dir versuchen, Stress zu machen, ja, und dass du eben dich davon nicht beeinflussen lässt. Also gerade am Montag würde ich dir empfehlen, Me-Time einzuplanen, Meditationszeit, Zeit, wo du wirklich bei dir wieder landest. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Okay, ihr Lieben, dann schauen wir doch mal weiter. Was haben wir am Dienstag für eine Energie? Einmal die Energie bitte. Für den Dienstag, fürs Kollektiv. Was haben wir am Dienstag für eine Energie hier im Kollektiv? Okay. Das Ass der Stäbe. Also am Dienstag haben wir eine ganz tolle, frische Energie. Das Besondere ist ja auch, wir haben am Montag dann den Neumond und am Dienstag zeigt sich diese neue Energie. Und wir haben hier mit dem Ass der Stäbe auch die Energie des Feuers. Das heißt wirklich, du bekommst wieder voll in den Tatendrang. Du hast Ideen. Du hast Lust auf Abenteuer, auf Unternehmungen. Es könnte auch sein, dass jemand
zu dir kommt und dir ein Angebot bereitet, mit dir flirten will, ein Abenteuer mit dir erleben will. Solche Dinge haben wir hier auch. Und schau mal, auf der Rückseite haben wir nochmal den Neubeginn, ich glaube es ja gar nicht, mit dem Ast der Kelche. Das heißt, wir haben doppelten Neuanfang und das Ast der Kelche zeigt mir auch, hier haben wir so den Neubeginn auch, was gewisse Heilungsthemen anbelangt, Themen, die vielleicht auch schwer waren, ja, in der Vergangenheit. Wie gesagt, hier geht es um Mitgefühl, hier geht es wirklich um eine sehr schöne, friedvolle Energie und die sehen wir hier vor allem am Dienstag. Schau mal, hier ist eine kleine Ameise, die ganze Zeit auf meinen Kärtchen. So, das ist halt in den Tropen immer wieder so, gell? Die kleine, fleißige Ameise. So, also auf jeden Fall haben wir hier eine heilsame Energie. Eine Energie von einer heilsamen Aktion, heilsam, auch viel kommt in Fluss und zwar auf eine positive Art und Weise. Die Dinge, die du tun willst, die fließen so, ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Hier geht es auch darum, dass deine Aktionen, die du am Dienstag setzt, auch ganz viel mit langfristiger Stabilität und Sicherheit zu tun haben. Also Dienstag ist echt so ein Tag, ja, überleg da wirklich so, okay, auf was habe ich Lust und was sind die Aktionen, die jetzt wirklich langfristig für mich auch Sinn ergeben oder auch die Begegnungen, die Abenteuer, die ich eingehe. So, und dann haben wir hier den Blumenstrauß. Und das bedeutet definitiv, hier können Einladungen kommen zu aufregenden Dates, zu tollen Unternehmungen, ja, tatsächlich auch hier auf der Liebesebene, weil wir halt einfach mit dem Ast der Stäbe hier definitiv die Flirty-Energie auch haben, ja. Wir haben definitiv die Energie von Anziehung. Also hier könnte jemand, den du auch anziehend findest, auf dich zukommen. Am Dienstag dir eine Nachricht schickt, eine Botschaft, eine Sprachnachricht, eine Einladung. Wir haben aber auch hier tatsächlich die Einladung von Freunden oder die Einladung auf ein Bewerbungsgespräch, einen Job, ja, der für dich einen Neubeginn bedeuten könnte. All das, wo du wirklich so sagst, oh ja, ja, da habe ich Lust drauf, das fühlt sich gut für mich an, da kribbelt so. Das haben wir hier am Dienstag. Also da kannst du dich richtig freuen, sag ich mal. Und wir haben tatsächlich, weil ich es gerade sehe, auf der Rückseite den Anker. Also das kann ganz viel tatsächlich hier wirklich mit Stabilität und Sicherheit zu tun haben. Auch in der Liebe, dass es hier etwas ist, wo du wirklich sagst, boah, da können wir wirklich einen Anker setzen mit diesem Date oder mit dieser Verabredung. Ja, das ist was Langfristiges, aber tatsächlich auch hier im Job, im Beruf, all diese Dinge, wo du wirklich sagst, boah, ja, also das ist hier eine Chance, einen neuen Anker zu setzen. Was haben wir am Mittwoch? Also ich finde, ganz ehrlich, ihr Lieben, die Energien fangen hier gut an. Das gefällt mir richtig gut. Da können wir ganz neue Anker setzen. So, das war es jetzt noch nicht, weil ich war gerade noch nicht konzentriert. So, und jetzt aber in den Mittwoch rein. Was haben wir hier für eine Energie am Mittwoch? Zehn der Münzen. Am Mittwoch haben wir so einen Tag, der ist geprägt teilweise von familiären Begegnungen, Telefonaten, Verabredungen oder auch, ne, nicht nur familiär im Sinne von Blutsverwandtschaft, sondern auch mit Menschen, die wie Familie für dich sind. Ja? Auch hier könnten Begegnungen stattfinden, die dir gut tun. Mit den Zehn der Münzen habe ich auch am Mittwoch definitiv so ein Art von Durchbruch, was Finanzen, Job, Stabilität und Sicherheit anbelangt. Das heißt, es könnte auch hier tatsächlich schon die Zusage für den Job kommen. Es könnte hier wirklich Dinge, die hier vorgeschlagen werden, könnten hier nied- und nagelfest gemacht werden. Ich habe hier vielleicht auch sowas wie, dass sich ein Investment, das du getätigt hast, jetzt auszahlt für dich. Oder dass du ein Investment natürlich tätigst, was sich in der Zukunft für dich auszahlen wird. Was haben wir denn hier ganz genau? Schauen wir mal in die Lennys. Was haben wir hier ganz genau? Auf was beziehen sich die Zehn der Münzen? Und da haben wir den Klee. Da haben wir das Glück. Da haben wir das Glück. Also tatsächlich Investitionen, die von Glück geprägt sind, die sich auszahlen oder die du tätigst. Begegnungen mit Menschen, die wie Familie für dich sind oder Familie für dich sind, die wirklich so ein Glück in dein Leben bringen, wo du wirklich das Gefühl hast, boah ja, das war jetzt wirklich, das hat mir gut getan. Dinge, die nied- und nagelfest gemacht werden, ja, tatsächlich, wo man wirklich sagt, ja, das ist jetzt safe, diese Sache, diese Angelegenheit, ja, hier das Glück. Generell, Mittwoch ist so ein Tag, wo du so das Gefühl hast, boah, ich bin vom Glück gesegnet. Alles läuft gut. Alles ist so in trockenen Tüchern. So könnte man das sagen.
Ich habe alles, was ich möchte. Alles läuft dahin zu dem, was ich möchte. Das ist so die Energie. Ja? Auch hier auf der Rückseite den Schlüssel. Das heißt, es könnte ein Schlüsselmoment für dich sein am Mittwoch. Generell diese Woche. Ja? Schlüssel zum Glück habe ich hier tatsächlich. Dinge, die jetzt endlich wirklich in die Wirklichkeit sich transformieren, weil wir haben hier sehr viel Illusion gesehen, aber jetzt geht es in die Wirklichkeit, ja? Jetzt geht es wirklich in die Realität. Es wird in die Realität übertragen. Das ist auch die Steinbock-Energie, die wir hier oben in der Mondkarte haben. Was haben wir am Donnerstag? Donnerstag, 3 der Münzen. Okay, Donnerstag ist so ein Tag, wo es vielleicht etwas Neues für dich zu lernen gibt, wo du etwas Neues lernen darfst, wo es darum geht, auch nochmal zu prüfen mit der Wirklichkeit, hey, Moment mal, wo habe ich noch Entwicklungspotenzial? Wo darf ich noch etwas Neues lernen? Wo darf ich mich noch weiterentwickeln? Wo bin ich noch nicht da, wo ich hin will? Und deswegen darf ich noch Schüler sein, ja? Und auch die 3 der Münzen am Donnerstag, auch so ein bisschen Teamwork. Mit wem kann ich zusammenarbeiten? Wer kann mir helfen auf meinem Weg? Auch das habe ich hier so. Und hier haben wir mit den Mäusen, also 2 Dinge. Es ist etwas Kleines. Es ist jetzt gar nicht so, wo ich sage, boah, da musst du jetzt da ewig studieren und lernen, sondern vielleicht hast du am Donnerstag das Gefühl, mir fehlt noch eine Information. Mir fehlt noch irgendein Wissensbaustein. Ja, aber das ist nur was Kleines. Und es kann auch sein hier am Donnerstag, dass das so ein bisschen an dir nagt, ja? Dass du einfach das Gefühl hast in deinem Business, ich bin noch nicht so weit. Oder du bekommst die Jobzusage und du denkst, oh Gott, ich kann das noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich weit genug bin. Oder der Liebespartner, ja, oder das Gegenüber kommt jetzt wirklich mit großen Schritten auf dich zu und du bist plötzlich so, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, ja? All das höre ich so am Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich so weit bin. Aber das, was du glaubst, dass dir fehlt, ist nur so ein kleiner Wissensbaustein und den kannst du dir holen. Es ist nichts Großes. Es ist nichts Großes. Ja, das ist ganz wichtig für dich. Mach das Ding nicht so groß. Du machst dich da ein bisschen klein tatsächlich. Ja, du machst dich da ein bisschen klein und spielst ein bisschen klein, machst dir zu viele Sorgen. Was haben wir am Freitag? Am Freitag. Haben wir die 9 der Schwerter? Okay, ja, da haben wir immer noch diese Energie von sich Sorgen machen, sich Gedanken machen, sich den Kopf zerbrechen. 5 der Schwerter auf der Rückseite könnte auch sein, es gab einen kleinen Konflikt, über den du dir Sorgen machst am Freitag. Oder es ist eben dieser innere Konflikt, über den du dir Gedanken und Sorgen machst. Ein Konflikt vielleicht auch nur, auch hier wieder das Thema Illusion, der nur in deinem Kopf ist, wo du dir denkst, oh Gott, ich weiß nicht, ob es dann zum Konflikt kommt, weil ne, ich das und das noch nicht kann, zum Beispiel, wenn wir das hier zusammenhängend betrachten. Es kann aber auch einfach nur ein kleiner Disput sein, ein kleiner Konflikt, über den du dir ein bisschen Gedanken machst, ja, wo du so ein bisschen dich zurückziehst, wo du einfach so ein bisschen grübelst. Was sagen denn die Lennys noch dazu? Okay, bei diesem Konflikt geht es um das Thema Zuhause. Es geht um das Thema Partnerschaft zum Beispiel, aber auch Zuhause im Sinne von, ja, vielleicht hast du irgendwie Sorge, etwas, was für dich stabil ist, zu gefährden. Vielleicht hast du Sorge, dass etwas, was sich für dich nach Zuhause anfühlt, dass du das gefährden könntest, dass du das in irgendeiner Form ins Wanken bringen könntest. Oder dass da eben ein Konflikt war, wo du dir jetzt da so ein bisschen Kopf zerbrichst, ja, wo du nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Aber ganz wichtig, auch aufgrund der Mäuse, die wir hier am Donnerstag haben, habe ich hier wirklich den Eindruck, insgesamt auch hier, prüfe die Wirklichkeit. Du machst Dinge größer, als sie sind. Okay? Du machst dir zu viel Gedanken. Das sind nur Kleinigkeiten. Ganz wichtig, prüfe auch hier wieder die Wirklichkeit, wenn das passiert. Guck mal, hey, Moment mal, es war eigentlich gar kein wirklicher Streit, es war nur eine Diskussion. Prüf mal die Wirklichkeit. Oder, hey, Moment mal, ich denke hier in die Zukunft, der Streit ist noch gar nicht passiert. Der Disput ist noch gar nicht passiert. Ja, also hier ganz wichtig, gegenchecken. Okay, was haben wir am Samstag? Einmal die Energien, bitte für den Samstag hier fürs Kollektiv. Einmal die Energien für den Samstag fürs Kollektiv. Hui,
zwei Karten. Na gut, dann nehmen wir beide. Dann müssen wir hier ein bisschen zusammenrutschen, dass das hier gleich schön hinpasst. Aber dann nehmen wir eben beide. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal den Ritter der Kelche und einmal das Ass der Schwerter. Okay, also hier scheint es mir darum zu gehen, dass jemand auf dich zukommt, entweder mit einem versöhnlichen Angebot, wenn es hier immer noch um den Konflikt geht, oder tatsächlich mit einer leichten Liebesbekundung, mit positiven Gefühlen, mit wirklich, ja, da öffnet jemand ein Stück weit sein Herz. Es ist eine versöhnliche Energie, es ist eine Energie von Harmonie, von Liebe, von Flirt, ja, sowas habe ich hier in der Luft. Und das Ass der Schwerter zeigt einfach, dass jetzt hier der Moment der Entscheidung ist. Gehst du mit diesem Gefühl, vergibst du einem Menschen oder lässt du dich ein auf den Flirt oder lässt du dich ein auf diese spielerische Energie, die dir hier vorgeschlagen wird, sag ich mal, oder nicht? Und ich habe hier den Eindruck, dass der Samstag wirklich so ein Moment ist der Entscheidung, in welche Richtung es jetzt geht. Und es wirkt wirklich auf mich so, dass es hier um einen Menschen geht, um eine Freundschaft, um jemanden in deinem Umfeld. Wir haben den Park. Wisst ihr, was mir hier kommt? Für die Singles, dich spricht jemand auf der Straße an. Und du musst in dem Moment entscheiden, in der Öffentlichkeit sozusagen, in dem Moment entscheiden, gebe ich dem die Nummer oder nicht? Lasse ich mich auf ein Date ein oder nicht? Es könnte auch sein, dass hier jemand einfach sagt, hey, wollen wir uns verabreden? Ja, was unternehmen miteinander? Und du kannst jetzt entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Ich habe hier auch den Eindruck, so ein bisschen, wollen wir die Beziehung öffentlich machen oder nicht? Wollen wir damit rausgehen, es sichtbar machen für andere? Auch das habe ich hier tatsächlich so. Aber auch allgemein Verabredungen mit Freunden, Freundinnen. Und es ist einfach für dich einfach nur so hier dran, jetzt zu entscheiden, will ich das oder nicht am Samstag? Bin ich da in der Stimmung oder nicht? Ja, das kann was Kleines sein, wie einfach nur, hey, ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen von einer Freundin. Hast du Lust? Ich möchte dich mit irgendwie nehmen auf eine Veranstaltung, auf eine Party oder. Und es liegt einfach an dir, will ich das heute oder nicht? Bin ich in der Stimmung oder nicht? Oder eben was Größeres im Sinne von, hey, ich will mit dir die Beziehung öffentlich machen. Auch das habe ich hier. Was haben wir am Sonntag? Ach, der Stäbe. Am Sonntag haben wir eine rasante Entwicklung in einer Angelegenheit. Wir haben hier wirklich eine sehr fokussierte Energie. Es geht wirklich komplett auf eine Sache zu, eine Sache, die du vielleicht schon länger angestoßen hast. Also die Dinge entwickeln sich sehr, sehr schnell. Irgendetwas, worauf du gewartet hast oder irgendetwas, woran du gearbeitet hast, geht in eine Richtung und vor allem sehr schnell. Wir haben auch viel Leidenschaft hier. Ich gucke mal mit den Lennys näher rein. Auf was bezieht sich's? Ah, spannend. Ängste transformieren sich schnell. Ängste transformieren sich schnell. Kriege ich total klar rein. Also vielleicht das, worüber du dir Gedanken gemacht hast, wo du nicht sicher warst, transformiert sich viel, viel schneller, als du gedacht hast. Du bist sehr viel schneller wieder da raus, sozusagen. Auf der Rückseite habe ich auch wieder so ein bisschen die Energie mit der vierten Kelche von Rückzug, von Schmollen, von Nicht-Antworten. All das irgendwie, das Gefühl von Ablehnung. Das transformiert sich viel schneller, als du denkst. Viel schneller, als du denkst, ja. Das ist das, was ich hier, haben wir auch nochmal die fünf der Schwerter hier drunter liegen. Ja, also ein bisschen Geduld, aber tatsächlich das, wo du dir den Kopf zerbrochen hast, irgendein innerer oder äußerer Konflikt transformiert sich viel schneller, als du gedacht hast. Und das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben mit diesem Check die Wirklichkeit. Nicht zu sehr in Gedankenchaos sich hineinbegeben. Und allgemein, wir haben hier die Energie von Erneuerung. Dinge erneuern sich schnell, Dinge verändern sich schnell. Ein neuer Abschnitt, Dinge gehen schnell in was Neues. Und vielleicht macht auch das dir Angst, dass es so schnell in was Neues geht, dass es sich so schnell transformiert. Auch das macht manchmal Angst und führt manchmal dazu, dass wir so ein bisschen zweifeln, ein bisschen zögern, weil, boah, plötzlich ist es da, ja, und
was machen wir jetzt damit? Das ist eine neue Situation. Und auch hier Herzensheim, Mitgefühl. Immer wieder in die Liebe eintauchen, immer wieder einen gesunden Abstand dazu bekommen. Das Ganze aus einer nüchternen Perspektive zu betrachten und gleichzeitig voller Liebe. Und allgemein sage ich dir ganz ehrlich, das ist eine richtig tolle Woche. Das Einzige, was dem im Weg steht, ist vielleicht du dir selber, ja, dass du selber dir zu viele Gedanken machst oder ja, irgendwie zu sehr überfordert bist fast schon davon. Aber ne, das sind nur kleine, das ist wie so ein kleiner Schluck auf, ja, so X, der ist schnell wieder vorbei. Der ist schnell wieder vorbei, das kann ich dir sagen. Wow, sehr, sehr schön. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie das mit dir in Resonanz geht. Gib dem Video gerne Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wenn du magst, schau gerne bei meinem Mann vorbei, denn der hat heute auch wieder ein Video veröffentlicht und zwar zum Thema blinder Fleck. Ich meine blinder Fleck im Business und mit dem Thema Geld und so weiter. Also guck da gerne mal rein, der macht so tolle Legungen und lass dich davon noch bezaubern. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und sag bis ganz bald, die Patti.